So, die letzten Runden für heute Abend. Es ist noch so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann werde ich aber auch in die Heia gehen. Gut, ich bin ein Medium Tank, der recht stark gepanzert ist. Finde ich. Top-Tier. Chancen stehen nicht schlecht für uns. Also ich würde mich für die Mitte entscheiden. Und dann tendenziell nach links rüber gehen. Das wäre so mein Plan. Geradeaus durch, am See vorbei. Nach links. Das ist mal der erste Plan, den ich habe. Warum? Weil ich Los zwar, wenn ich geht's! durch die Mitte gehe, nicht beschossen werden kann. Großartig. Warum nach links? Weil ich dann, da komme ich recht gut rein. Ich hoffe ja, dass welche das links außen gehen. Sie machen einen sehr guten Job. Ich habe gerade das Gas rausgenommen. Relativ Richtwinkel fast nicht vorhanden. Also, wenn dann da außen rum, da hinten ein Stock. LC macht einen verdammt guten Job. Wir haben links leider nicht die Support, den ich mir erhofft habe. Nicht gesehen worden. Jetzt wissen Sie, wo ich bin. Ja, 133 gegen. War jetzt nicht der beste Tausch. Schade finde. Wir brauchen einen anderen Weg. Der Weg hier ist nicht so toll. Versuchen schon mich zu beschießen. In der K1 erstmal gehe ich vor. Ist klar. Oh, Judge, das hast du gut gemacht. Unser Munitionslager wurde getroffen. Jetzt stehst du mir direkt im Weg. Ich komme nicht bei den Judge ran. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Hier noch Cromwell und ganz kurz zu spät. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Der ging voll durch ihre Panzerung. In meiner Schuss, wenn mich vier, drei im Visier haben. Gerade mal mein Damage rausgeholt, meine HPs rausgeholt. Motor wurde beschädigt, er zieht nicht mehr!
Schade, hätte besser laufen können. War wieder auch so ein 66% Spiel, ne? 64, ja. Eins, zwei, drei, vier. Vier Leute ohne Schaden. Helge hat einen guten Job gemacht. 18. Das ist schön. Ich bin nicht so zufrieden mit mir gewesen jetzt. Jagdpanther SU. Grün und blau. Wir haben den Vorteil des Waldes. Haben wir. Den muss man nur ausspielen. Also wenn ELC in den Wald sich reinstellt, vorne bei Foxtrot 7-8 an die Grenze, ja so. Und passiv scoutet, könnten wir alle abschießen, die da hinten so entlang fahren. Über die J-Linie, über die Juliet-Linie. Los geht's! C fährt in den Wald. Die Frage ist, zieht er es durch? Hat er die Nerven dazu? Nee, hat er nicht. Schlecht. Schlecht. Dann fahre ich auch nicht weiter. Keinen Sinn, also. Das Problem ist, dass die anderen jetzt schon durch sind. Jetzt noch nicht, aber bald gleich. Ich kann da auch nicht durchschauen, also. Warte. Bis ich angezielt hätte. Und dafür meine Position aufgeben? Nein. Für den schon eher. Kommt der hier wieder vorbei? Nee, kommt er nicht. Kommt er langsam? Ich müsste irgendwann mal. Das muss wehtun. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Thank you.
sind alle hier außer dem Loks. Okay, go. Das ist eine enge Nummer. Nee. Werden wir verlieren. Warum? Weil die anderen die besseren Spieler haben. Ja. Das war's jetzt. Das Thema ist eigentlich durch. Eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. T29, schauen wir mal deine Statistiken an, wenn du uns Muschis nennst. Auf dem Weg zur Besserung, würde ich mal sagen. Aber da schaue ich jetzt nochmal genauer rein. Ganz kurz gucken. T29 hat was gemacht? 1400? Ich habe 1500 gemacht mit dem Panzer, der ein Tier unter ihm ist. Also T29, Maul nicht so weit aufreißen, würde ich mal sagen. Grob. Hättest du besser spielen können, gerade mit dem Panzer. Super Panzer, du warst in einer falschen Position, finde ich persönlich. Ansonsten ausgeglichen. Auch ein sehr ausgeglichener Matchverlauf. Hat ein bisschen Glück dazu gehört, dass die anderen gewonnen haben. Und ein bisschen Inkompetenz von unserer Seite, aber war in Ordnung. War ein schönes Spiel. Also nochmal. So, Heiliges Tal, Begegnungsgefecht. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen.
werde die Jungs direkt hier abfangen. Also ich fahre jetzt hier um die Ecke und hol mir die Jungs hier wirklich. Wir versuchen hier zu flankieren. Was haben wir denn da? Zwei Artis? Gute Artis, schlechte Artis. Gute Arti, die S51 ist eine gute Arti. AMX 13F3. Okay, auch nicht schlecht. Bewegung! Also wir haben von der Seite aus hat man wesentlich schneller Zugriff hierhin. Warum fangen wir die Leute nicht schon viel früher ab? Gefühlt schon, ich brauche jetzt 20 Sekunden, bis ich um die Ecke rum bin. Jetzt habe ich eigentlich hier eine recht gute Position. Schon auf uns ein. Aber ist nicht so, dass die. Ach, der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging nicht durch. Fuck, hat er mich erwischt. Lädten die nach. Ich dachte sowas um die 13 Sekunden. 15. Heat. Das kam ja nicht vor wie 15 Sekunden. Hab ich jetzt einen Fehler gemacht. Verkennen leider den Ernst der Lage, Jungs, die Heavies. Das ist leider verloren, das Spiel. Die campen sich da ein. Der Runde ist noch der Einzige, der irgendwas macht. Zieht sich zurück. Okay. Sinnvoll. Ein bisschen Angst. Ich an seiner Stelle, aber. Ever, ever. Ist ein Berg gegangen. Ist ein Beet. So hat's auch im Griff. Das U weiß genau, das ist der Unterschied zwischen mir und einem lauen Spieler. Er weiß genau, wohin er fahren darf und wohin nicht. So ist dead. 5:6. Ich glaube immer noch nicht, dass wir ja, auf der Karte ist wirklich interessieren. Keine Gefahr. Ich würde mich ja sowas nie trauen. Ach,
fährt der nie die, wo die anderen stehen? Oder warum fährt der so? Ich sehe nichts. Okay. Jetzt haben wir gerade unseren besten Spieler verloren. Eigentlich haben wir die AMX eben. Ja. Die 7 wartet viel zu lange, die hätte hinfahren müssen. Ich habe keine AT7, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin. Munitionstreffer! Ja. Zum Glück ging es nicht hoch! Hast du ein Problem? Hast du keinen Werkzeugkasten dabei oder was? Oder verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Jungs mal ein bisschen in die Pötte kommen würden. Okay, die haben doch 8 Minuten Zeit zu überlegen. Rot. F9. BT-20 hat daneben geschossen. Halb 58 auch. BT-20 hat geschossen. Ja. Churchill, Gun Carrier. Nächstes. Gutes Gameplay, finde ich jetzt von dem Hype. Er versucht zu flankieren. Als roter Spieler kommt man. Also ich kenne nur wenige Spieler, die so flexibel sind, sowas zu machen. Toll gemacht. Toll gemacht. Also Credits, dem Credits gehören. Also, das hat er gut gemacht. Also die Grundidee war gut. Die Grundidee war richtig gut. Jetzt hapert es ein bisschen an der Ausführung, aber die Grundidee ist gut. Wirklich gut. Wir sollen fuck nochmal cappen gehen, Mensch, verdammt nochmal. Ihm hilft auch gerade keiner. Gun Carrier ist ein fieses Teil. Seitlich vom Eifer ist gewagt. Ist wirklich gewagt. Ich würde ja jetzt langsam mal cappen gehen. Nö. Bevor jetzt erst geht cappen, auf den ist Verlass. Ich glaube, dass der VK versucht gerade unsere Flagge zu erobern. Oder böst sich von hinten an den Capron. Gewiefter Hund. So, wie spät ist es denn? 21 Uhr. Den Panther M10.
Der ist noch recht gut bei Lampen. Fuck, what? Nee, ich habe keine Auswertung heute Abend. Panther M10. War das wirklich ein Bot oder? Man kann das hier gar nicht mehr machen. Man kann das bloß noch. Game machen, okay. Panther M10. Los. Mein letztes Spiel für heute. Also mein letzter Sieg für heute. Dann gehe ich ins Bett. Dann ist es. Also 80% ist fies böse. Also nee. Ist nicht fair. Das ist echt nicht fair. T29 ESI 25, also E25 oben, IST29 werden zum Laufplatz fahren, T150 auch, K1S auch, ja. Schätze ich mal, ganz grob. Panther M10. Ich werde in die Mitte fahren. Also über auf die F-Linie erstmal. Legen wir los! Ja, auf die F-Linie. Und ganz fies, meine ich, ganz fies meine ich. Ganz fies auf Echo 6, dachte ich, aber nee. Ja. Almix hält sich mal dezent zurück. Guter Ansatz. Drei Artis. Stay Arty safe. Ja, jetzt daneben. Er ging voll durch ihre Panzerung. Ist einer der besseren Panzer. Ich auch noch dazu, irgendwas abzuschießen, bitte. Das ist in die Mitte.
die Mitte und den Leuten schreppen. Böse erwischt habe ich nichts. Wirkungstreffer. Der ist abgeprallt. Hinten am Turm abgeprallt von einem T29. Alles gut. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Seid ihr noch zu retten oder was? Fucking Hellcat, echt Arschloch. Was für ein Arschloch. Grad. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ach, Hellcat, was soll der Scheiß? Ja, Sechster geworden. Welcher von beiden Idioten war es, der hier? Flammdacke, du Idiot. Ja, Hauptsache rumschießen. So, Zuckersirne, ne, 50 wieder rein, schwupp, 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 beste Besatzung, 21,59, also eigentlich habe ich noch ein paar Minuten, die ich spielen kann. Okay, meine Mediums habe ich durch. Ich könnte noch eine Runde Leopard 1 spielen, ihr könnt euch wirklich total amüsieren darüber, wie beschissen ich diesen tollen Panzer spiele. Es ist einer meiner, es wäre so gern mein Lieblingspanzer. Sagen wir mal so, es wäre wirklich gern mein Lieblingspanzer, aber irgendwie kriege ich die Kiste nicht zum Laufen. Ich kriege sie nicht zum Laufen. Statistiken. Ich habe auf dem Leopard schlechtere Statistiken als auf dem PTA. Hier, guckt an, guckt an. PTA macht mehr Punkte bei weniger Gefechten. Macht mehr XP pro Spiel als der Leo. PTA macht mehr Schaden als der Leo. Da bin ich beim Schadensverhältnis von 1. Leo kriege ich auf 0,9. Ich war schon mal schlimmer. Okay. Leute, lasst uns noch einen Lacher haben und ein bisschen Leo spielen. Dann gehe ich aber auch in die Eier. 43%? 54, wow. Okay, Leo, Begegnung. Also ich werde nicht zum Cap fahren. So viel ist klar. Mhm. Ich werde mich... Shit, noch mal. Ganz falsche Seite. Ganz falsch. Ich werde mich erstmal hier unten hinstellen und die abfangen. Also hier unten direkt auf meiner 11:30 Position. Quasi auf Charlie 4 und die. Nee, ich fahre direkt und ohne zu zögern diesen Kackhügel rauf. So. Dabei gehe ich wieder unter. Ich werde sowas von untergehen. Ratchet geht mit. Schon mal nicht schlecht. Rammt mich hier irgendwas? Nee.
nicht mehr anhalten, nicht mehr nachfragen, einfach durchfahren. Okay, Angst gemacht, wunderbar. Okay, das Ding hat gut geklappt. Idee. Andersrum fahren. Neu positionieren. Einmal außenrum. Hier hinstellen. Nicht besser, kann ich genauso gut schießen. Vorne. Warum bin ich ja nicht der Idiot, der... Wirkungstreffer! Der ging nicht durch! Wirkungstreffer! Der hat auch nicht abgesehen jetzt. Wirkungstreffer! Hä? Kriegst du mich nicht? Edge. Leo ist immer noch da. Ist inzwischen da drüben die Badgert hier hinten. Die treibt die Unwesen, was nicht gut ist. Bisschen Object aufscheuchen und sowas. Und WT sind. Ist ja unglaublich. Wir haben sie nicht mal angegriffen. Oh, fuck you, echt. Leckt mich doch, wer hat mich denn da erwischt? Hat er mich gesehen vor allem? Warum? Ich bin gerade ein bisschen desorientiert. Mit was schieße ich denn überhaupt? Mit scheiß HE, warum das denn? Bin ich denn da drauf gekommen? Ah, fuck. Ich hab mal nicht verloren. Ich frag mich echt, was mit meinem Internet los ist. True Bellowder, ich grüße dich. 8 Megabit, okay. Ja, du. Was kann ich dir dazu sagen? Dazu kann ich dir relativ wenig sagen. Also, wie gesagt, ich heute Abend wieder immer, ich streame immer mit 3400 Kilobit pro Sekunde. Also rund 3,4 Megabit. Ich streame mit OBS, also Open Broadcaster Software, Version 625B für wahrscheinlich Beta. Und ich habe jetzt insgesamt 2 Stunden 8 Livestream. Und ich habe nicht einen verworfenen Frame. Also bei mir scheint alles rauszugehen. Schaut auch gut aus, weil ich verwurschte diese Videos ja am nächsten Tag auch noch. Was heißt am nächsten Tag? Nee, ich bin jetzt eigentlich eine Woche hinten dran. Auf YouTube. Also ich schneide die Pausen raus und mache das auf YouTube rauf. Und da finde ich auch nichts. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Hm.
Sorry. Total sorry. Ich habe mal nicht verloren beim Leo. Ich habe zu wenig Schaden gemacht. Also ich habe mehr Schaden gemacht, als ich bekommen habe, was schon mal für mich ein Fortschritt ist. Gut, nicht so viel, wie ich mir dachte. Aber egal, egal. Ich bin einigermaßen zufrieden. Ich glaube, ich spiele das Ding nochmal. Ich weiß, ich sollte mein Glück nicht herausfordern, aber ich glaube, ich spiele das Ding nochmal. 22:07 Uhr, okay. Also ich hätte noch ein Spiel frei, weil bis ich im Bett bin, dauert es schon noch ein bisschen. Ja, einmal noch. Ich liebe diesen Panzer und ich würde ihn so gern gut spielen. Vielleicht packe ich mir da mal Schokolade rein. Schokolade. Embryonic Journey, der Typ. Ist ja mein er hat zwar einen sehr eigenen Kleidergeschmack. Er spielt meistens mit nacktem Oberkörper, was ich persönlich jetzt nicht so prickelnd finde. Und ist im Chat oft sehr überheblich, was ich auch nicht so prickelnd finde. Also ich finde es schon scheiße, was ich ab und zu sage über Menschen, nicht so tolle Stats haben, aber der ist dann noch ein bisschen schlimmer, teilweise. Aber der spielt den Leo wie ein junger Gott, muss man ganz Los ehrlich sagen. geht's! Also er hat so irgendwie so einen 5-Stunden-Stream. Nee, nee, da fahre ich nicht rüber. Nee, 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 nee. Falsch, 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 falsch. Und er spielt diesen Leo und ich glaube, er hat eine Winrate von 80% und eine WN8 von, sagen wir mal, 4000. Ah, wir dingen mal wild. Sehr schön. Flupp. Beim X, wer bist du denn? Dragon City. Alles klar. Mach du das. Okay, E50M geht da lang. Gehe ich hier lang. Stelle mich hier auf meine. Oh, da ist eine Maus. Da ist eine Maus. Da ist eine Maus. Da ist eine Maus. Das muss Jetzt noch. wehtun. Also mehr kann ich für dich nicht tun da hinten. So ausschaut. Sechs. Schon hin, aber ich mein Ding trifft nicht. Leider. Der ging voll durch ihre Ich hab Panzerung. mich ja nicht mal gesehen. Entschuldige mal. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt haben sie mich gesehen. Voilà. Atmen. Davon gibt. Ah, danach. Eine Arti, sehr schön.
Panzerung. Ah, man hat mich gesehen. Mein Rückwärtsgang einlegen. Ja. Gerade mache ich, glaube ich, alles richtig. Einigermaßen. Der ist abgeprallt! Halt seitlich an der Maus. Seitlich. Ach komm. You're kidding me. Ah ja. Erwischt! Mausefalle. Der ging nicht durch. Fick dich. Okay, die Seite ist clear. Bin ich ran? So, Brücke. Von hinten rangehen. Es war richtig aggressiv. Ich habe hier Backup, das weiß ich. Wie vor hier. Der ging nicht durch. Ja komm, scheiße. Ja klar, ganz schlechter Winkel. Warum schieße ich überhaupt drauf? Also, es macht ja nicht mal Sinn, stehen zu bleiben für so einen Idioten. Null. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Bitte? Von mir. Das war dieser typische Idioten-Move, den ich oft drauf habe. So. Wow, haben wir alles gesehen? Ja, haben wir. Was hinter mir? Nein. Ja, alles klar. Als 8 geht sicher tränken, oder was? Wirkungstreffer. Erwischt. Ja, der hat sich ertränkt. Das mit dem KV4 war ein typischer Mike-Idioten-Move. Also seitdem ich das jetzt übrigens geschrieben habe, ist nichts passiert. Okay, vielleicht solltest du öfter schreiben, dass mein Stream ein bisschen hakt. Es kommt drauf an, wie viele Spiele du hast. Also ich bin ja, du siehst ja, pass mal auf, schon mehr. Check mal meine Stats und da wirst du sehen, ich habe erst mit 3000 Spielen angefangen, mich überhaupt für sowas zu interessieren. Vorher bin ich reingegangen, habe gesagt, oh, ich will Panzer spielen und wie auch immer. So ab ungefähr 3000 Spielen habe ich angefangen, das Forum zu lesen, zum Beispiel. Oder habe mich so ein bisschen mit Spielmechaniken beschäftigt. Alles nicht schlimm. Es ist alles in Ordnung. Der Punkt ist, World of Tanks ist wirklich ein Spiel, das kann man nicht einfach nur spielen. Also man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich spiele jetzt World of Tanks, ich will Panzer fahren, ich will möglichst schnell Tier 10 fahren. Also ich bin mir nicht sicher, ob mein Weg der richtige ist. Aber du siehst, ich habe 18.000 Gefechte. Ich hatte meinen ersten 10er Panzer, das war ein... Mein erster 10er Panzer war der Jagdpanzer E100 und du siehst ja, auf 10 geht es mir nicht wirklich gut. Ja. Siehst du am Leo, den kann ich scheinbar nicht richtig spielen und das siehst du auch am Jagdpanzer E100. Ich habe da eigentlich schlechte Statistiken, aber ich habe eben 13.000 Spiele oder 14.000 Spiele gebraucht, um meinen ersten 10er zu bekommen, weil ich
eigentlich jeden Panzer, vielleicht ist dir das aufgefallen beim Spielen jetzt, wenn du mir zuschaust, ich spiele jeden Panzer relativ intensiv. Also es gibt nur wenige Panzer, die ich wirklich unter 100 Mal gespielt habe. Schau mal an, das sind ja, von hier geht's los. T5, das sind jetzt Sachen, die Medium, okay. Also das sind wirklich wenige Panzer dabei, außer Panzer, die ich ganz neu habe, die SU-152 zum Beispiel. Oder da wollte ich schnell drüber. Aber die SU-85 habe ich mir auch erst sehr spät gekauft. Also ich habe ganz am Anfang die deutsche Linie erforscht und das war wirklich hart. Also die Deutschen sind schon wirklich hart, finde ich. Aber ich spiele jeden Panzer sehr intensiv und ich suche mir dann auch Panzer aus, mit denen ich dann länger spiele, also die, mit denen ich ganz gut klarkomme. Und dann wird man automatisch besser. Also das ist ganz, ich glaube, das ist ganz normal. Ja. Ja, 1600 Battles und dann bist du aber schon wesentlich besser, als ich mit 1600 Battles war. Also, boah, wesentlich besser. Da war ich ein totaler Noob. Total. Ja, nee. Also du, ich spiele, wollen wir mal eine Runde drehen? Wenn du Sechser hast, weil du siehst ja, was ich alles habe, ich drehe gerne eine Runde mit dir. Und solange der KV1S noch gut läuft, machen wir das mal. Nur jetzt für heute Abend, wie gesagt, 22 Uhr ist mein Limit. Ich glaube, ich bin jetzt knapp dran. Ich bin knapp drüber. Aber du, ich würde sehr gerne mal mit dir im Platoon fahren. Ich habe auch ein TS3, da können wir uns unterhalten. Wenn du auch TS hast, also TeamSpeak, dann ist es auch ein bisschen einfacher, sich so ein bisschen abzusprechen, wer was macht und wo man das macht. Und dann sehr gerne fahre ich, würde ich mich freuen, wenn wir mal eine Runde miteinander drehen können. Vielleicht morgen, wenn du Lust hast. Was habe ich denn? Schau, ich habe den M6, den muss ich fahren. Ich habe den Jackson, den muss ich fahren, wenn du Sechser fahren willst. Ich habe den T34, den muss ich fahren. Dann habe ich als Sechser noch, ja, siehst du ja, ich habe diese German Light Geschichte hier, German Medium Geschichte. Ich glaube, der Schmalturm hat kein Special Matchmaking. Ja. Wir können auch Dreier fahren und Zweier und Einser. Ich habe meinen Leichttraktor, einer meiner liebsten Panzer, weil der ist, das ist so eine, oh, die ist eine fiese Maschine, weil die ist natürlich voll ausgebaut. Und wenn ich da in so Einsergefechte komme, dann, ah, das ist schon böse. Das ist böse. Alles klar. Du weißt, du kennst ja mein Screenname hier, Mike Fox. Und schick mir einfach mal bitte morgen, wenn du Lust hast. Und ich gerade bei Sechsern bin, ich streame morgen sehr wahrscheinlich wieder so ab, keine Ahnung. Ich schätze mal 17:30, 18 Uhr. Dann lass uns einfach mal die Sechser miteinander fahren. Das ist bestimmt ganz witzig. Leute, ja, genau. Aber halt mit Brothers in Arms. Und dem großen Reparaturkit. Aber egal, anyway. Also, bis morgen dann, ich freue mich. Bis dann, ciao. Ich höre jetzt auf zu streamen. Bis morgen, tschüss.